gestern die Gelegenheit zu sprechen bei einem Abendessen. Herr Professor Türk ist ja eigentlich Theologe. Und das hört man, finde ich, auch sehr schön. Und wenn ich hier so etwas verbinden darf, Martin Luther hat gesagt und geschrieben, große Dankbarkeit hege ich gegen die Musik, die mich schon oft aus großen Nöten errettet hat. Und auch Martin Luther war es der, das können Sie nachlesen in einem sehr schönen Band, ja, Bader ist, kommt auch so eine motorische Komponente. So, können Sie nachlesen in einem sehr schönen Bändchen im Manutius Verlag erschienen von einem Theologen des Titels Melancholie und Trost, die Psychotherapie zur Lutherzeit. Und das wird durch gutes Essen und viel Musik, durch eine gewisse Bewegung auch schon therapeutisch eingewirkt. Können Sie gerade vielleicht. Ja, der wird also schon eingewirkt und wenn Sie mich genau anschauen, sehen Sie, ich habe auch schon durch gutes Essen und Musik viel Trost erfahren. Nun zu dem heißen Thema Burnout. Und Sie sehen schon, ich bin so ein bisschen ein medizinischer Alien. Ich mache also chinesische Medizin und das Thema des Ausgebranntseins und des Überarbeitetseins ist in der chinesischen Medizin bereits seit etwa 2300 Jahren als gesondertes Problem intensiv geschildert und dokumentiert worden. Und es kann sich ja lohnen, einmal zu schauen, wenn das so ein altes Menschheitsproblem ist, wie sind eigentlich andere Kulturen damit umgegangen? Und wenn wir das Thema interdisziplinärer Kongress, wenn wir das doch hier ernst nehmen, dann sehen wir, die Philosophen haben was beigetragen und vielleicht haben andere Kontinente auch etwas Sinnvolles getan. Und nun muss ich hoffen, dass das alles richtig funktioniert, denn Bill Gates soll ja sein Geld nicht umsonst verdienen. Wir haben also hier auch wieder eine Bilderflut. Ich bin allerdings gezwungen, die zu machen, denn ich muss Ihnen ja erst einmal kurz nahelegen, was wir da eigentlich tun in der chinesischen Medizin. Und dann würde ich Ihnen gerne zeigen, was so die Datenlage anbelangt. Die ist dürftig, aber sie ist nicht gleich null. Vielleicht schaffen wir es auch gemeinsam, die Datenlage zu verbessern. Die Kernthese möchte ich aber vorwegnehmen. Und das ist, chinesische Medizin behandelt mehr als die westliche das Vegetativum und damit die Körpersteuerung. Sie kennen vielleicht alle diese Worte wie Mind-Body-Medicine und sowas, auch ganzheitliche Medizin und so. Ich persönlich bin mit diesen Worten nicht so glücklich. Ich denke immer, ganzheitliche Medizin beginnt, wenn man den Hund mitbehandelt. Aber wenn wir jetzt hier weiter schauen, ist es eigentlich so, hier gibt es eine Behandlungsmöglichkeit für Mechanismen, die wir in der westlichen Medizin nur ganz schlecht behandeln können. Wenn Sie so wollen, besteht 90% des Alltags der chinesischen Medizin darin, die vegetative Reflexologie zu normalisieren. Was für ein Wort? Ich sage es nochmal, die vegetative Reflexologie zu normalisieren. Und Sie wissen vielleicht, dass 85% der Patienten, die zum Allgemeinarzt gehen, kein messbares Korrelat ihre Beschwerden haben. Also die Völlegefühle im Oberbauch, auch die Kopfschmerzen, das Herzpumpen und so weiter, ist in der Regel nicht mit einem messbaren Korrelat versehen. Das macht die Medizin so schwer, weil wir ja immer von Evidence-Based Medicine sprechen und ich wäre so dankbar, wenn wir erst einmal eine Evidence-Based Diagnosis hätten. Nun, gehen wir nun in medias res. Einige von Ihnen werden nachher Fragen haben, die wir nicht mehr beantworten können. Sie können dann im Internet beim Südwestrundfunk nachschauen. Da gibt es eine Sendereihe, die heißt Teleakademie. Und auch Odysseum, vor einigen Tagen kam eine interessante Sendung zum Burnout.
Hier haben wir ein paar Beispiele für die Anwendung von chinesischer Medizin. Und in dem ersten Beitrag können Sie auch noch mal kurz nachvollziehen, was ich im ersten Teil sage. Im Grunde aber fußt die chinesische Medizin auf einem systembiologischen Gedanken. Und wenn wir das nun mal mit dem Altmeister Freud, natürlich eine obsolete Therapie, würden viele sagen, nach 100 Jahren hat sich ja vieles getan. Wenn wir aber sozusagen die Kerngedanken hier einmal auffassen, haben wir auch Denken als eine Netzwerktheorie. Und wenn Sie diese Netzwerktheorie ein bisschen neurophysiologisch anschauen wollen, dann haben Sie einen Aufbau des Gehirns, der grob vereinfacht im Grunde bedeutet, dass wir vier Arten von Intelligenz haben. Einmal die rationale kognitive Intelligenz, die sitzt so ein bisschen hier vorne im Frontallappen. Ich weiß, das darf man alles nicht mehr sagen, weil es ja auch im Gehirn alles vernetzt ist. Aber schwerpunktmäßig, wenn der fehlt, ist nicht mehr viel mit Intelligenz. Und dann haben wir dann die rationalen Vorgänge, wenn Sie Schach spielen etwa oder wenn Sie die Exegese von Begriffen hier. Und da ist also die reine Vernunft ansässig. Und wir wissen nun, spätestens seit Kant, aber eigentlich schon bei Rousseau und eigentlich von Meister Eckhart auf und noch viel weiter bei Lao Tse, da wissen wir eigentlich, die reine Vernunft ist selten. Und sie scheint mir bei der Betrachtung der Menschen auch gar nicht so ausgeprägt zu sein. Wir haben also darunter ein limbisches System und wenn Sie das so ein bisschen vereinfacht annehmen wollen, das ist sozusagen unser Oberstübchen und dann haben wir ein Mittelstübchen, das ist unser Steinzeitgehirn. Und in diesem Steinzeitgehirn sind so Verhaltensautomatismen drin. Zum Beispiel, dass es immer Hierarchien geben muss im Leben, kommt daher. Und ohne Hierarchien funktioniert es wirklich nicht. Sie können flach sein, aber ohne die kommen wir nicht aus. Oder wir haben Territorialkonflikte. Oder wir haben Geschichten, die sich ewig wiederholen. Sie kennen zum Beispiel Boy Meets Girl and Other Calamities. Diese schwierigen Dinge, die sich immer wiederholen, sind auf biologisch vorgeprägte Verhaltensprogramme zurückzuführen, so die vierschichtige Ontologie, die ich Ihnen hier vorstelle. Und dazu zählt auch, dass wir bestimmte Rollen haben in vorgefertigten Konfliktmustern. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich voranstellen muss, denn im Unterstübchen, sozusagen im Keller des Denkens, haben wir hier das, was wir als somatische Intelligenz bezeichnen. Etwas, was so aus der Tiefe des Fühlens kommt, schwer zu definieren, schwer in Worte zu fassen ist. Und da haben wir sozusagen den Wert der chinesischen Medizin, denn die hat Worte dafür, was da unten passiert. Was also Körperintelligenz vermag. Und weil sie das alles wissen, haben sie sozusagen auch noch eine intuitive Intelligenz, die wie ein Surfer zwischen diesen drei Computern herumgeistert und Unstimmigkeiten aufdeckt. Und wenn Sie den ebenfalls etwas vereinfachten Vergleich haben wollen, im rational-kognitiven, da entscheidet etwas. So ein bisschen was tun ich, aber nicht ganz analog, diese Begriffe. In dem Bioprogramm liegen diese Triebe und das S, da hat Freud natürlich viel zugeschrieben, aber an bestimmten Stellen sagt er tatsächlich, es ist das S aus dem Körper. Und er schreibt auch über die hormonellen und anderen Zusammenhänge. Damals gab es ja noch keine Transmitter, die das hat. Und auch ein Über-Ich gibt es, von dem Freud freilich glaubt, dass es umtrainiert wird von den Eltern. Also eine Art eingeborenes moralisches, aber auch inneres ethisches und Stimmigkeitsgefühl, so eine Art innere Stimme, ein innerer Kompass, der mir ganz besonders wichtig ist und der ganz am Schluss meines Vortrags viel zu bedeutsam sein wird. Und diese Formen von Intelligenz treten jetzt zusammen auf und das macht menschliches Verhalten Gott sei Dank komplex, denn wir haben immer vier Urteilsbildungen zur gleichen Zeit. Stellen Sie sich also vor, Sie gehen in einen Salon und Sie kommen da rein als Clint Eastwood. Sie kennen Clint Eastwood? Hieß eigentlich früher Heinz Oswald und damit ist er nachher Clint Eastwood.
Oder Johann Meinert hieß dann früher John Wayne, ne? Sohn einer oberösterreichischen Schneidersfirma. Und sie kommen da rein und gehen so hinein. Dann hat etwas in ihrem Körper schon vorab ein Urteil gefällt. Und jetzt kommen sie rein und fangen an, ohne ein Wort zu sagen, zu kommunizieren. Klar, dass das passiert, was immer passiert, wenn Clint Eastwood in den Salon kommt, der Klavierspieler hört auf, sie sehen ohne Musik, gibt es Konflikte. Und dann gibt es eine Rauferei. Stellen Sie sich mal vor, Roberto Blanco da reinkommt, werden sie alle. Das heißt, bevor der Konflikt entsteht, ist er irgendwie schon in uns. Das sind also im Körper schon Verhaltensstrategien angelegt und das kommt, weil diese Formen von Intelligenz miteinander verknüpft sind und deshalb die Körpersteuerung, die dann ja auch den Ausdruck ausmacht, die können wir wahrnehmen, die Körpersteuerung dafür sorgt, dass sie sich in einer ganz bestimmten Weise immer wieder in gleiche Konfliktmuster verstricken. Und das bedeutet, dass wir das nutzen können, um diese Konfliktmuster wieder ein bisschen besser zu steuern. Das nennt man PTTCM, also die TCM einbinden in ein neurophysiologisches Verhaltensmodell und damit auch ganz schön somatopsychisch therapieren. Und im Grunde ist ja die Frage, was ist chinesische Medizin? Und immer wenn Sie das hier sehen, so Fünferstern und Yin und Yang, und dann reden wir mal darüber, Yin sind die Frauen und Yang sind die Männer, und sprechen wir mal da so jeder, was er dafür fühlt. Das ist nicht chinesische Medizin. Das ist gut für Frauenzeitschriften oder wie mein Lehrer sagte, ja, ich glaube, das ist noch in der Brigitte gelesen. Wie mein Lehrer sagte, in Büchern, in den meisten Kulturbüchern, für Laien und solche, die es bleiben wollen. Das hat also mit chinesischer Medizin so viel zu tun, wie ein Sandkorn in der Wüste zu tun hat. Es ist ein Bestandteil der chinesischen Medizin, aber es ist das Unwesentliche, denn die Wüste entsteht durch das Zusammenwirken vieler Sandkörner und ist eben durch, ach, das ist ja wieder ein theologisches Thema, verzeihen Sie, Herr Professor Türke, dass ich Ihnen das sozusagen das Thema schreibe. Man war gar nicht mehr Absicht. Was aber tatsächlich passiert in der chinesischen Medizin ist, dass wir einen funktionellen vegetativen Status erheben, also dass wir sozusagen in dem Unterstübchen, in den feuchten Kellern, würde man sagen, in der Psychoanalyse, nein, in der funktionellen Anatomie des S sozusagen definieren, wie die Funktionen sind und damit auch die Verhaltensstrategien. Und das ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach, dazu gibt es viele Theorien, Sie sehen sie hier durch diese Sinuskurven angedeutet und Sie wissen immer, wenn Funktionen, mathematische Funktionen und um nichts anderes geht es hier, wenn mathematische Funktionen miteinander verknüpfen, ab 3 wird es nonlinear und irgendwann wird es chaotisch. Das sind schreckliche Begriffe aus der Mathe, die darf man bei einem sozialpsychiatrischen Kongress überhaupt gar nicht anwenden. Ich schalte darum weiter. Ich will Ihnen nur zeigen, eine dieser Kurven, die möchte ich Ihnen wohl heute ein bisschen näher bringen. Und da kommt es mir in den Sinn, dass diese Theorie von Yin und Yang in unseren Kulturkreis im 16. und 17. Jahrhundert eindrangen. Und einer der ersten, der etwas dazu las, war Leibniz. Leibniz, ein Mathematiker, Philosoph. Mit 12 Jahren wollte er in Erfurt, war so eine Art mathematisches Wunderkind, schon promovieren. Die Erfurter sagten, nee, du machst mal. Mindestens bis du 16 bist und dann reden wir noch mal drüber. Das wollte Leibniz nicht machen. Leibniz war, und ich habe Herrn Professor Schröder versprochen, das heute zu erwähnen, Leibniz war der Besitzer von 2 Kurzhaardackeln. Und das ist bekannt, dass Besitzer von Kurzhaardackeln sich diesen, also er konnte da nicht bleiben. Und deshalb hat er sich die Uni, die heute Erlangen heißt, und die damals in einem Kloster Altdorf untergebracht war, bei Nürnberg, dort ist er hingegangen und wurde Promovent, aber auch Mathelehrer, so wie wir heute unsere Assistenten auch in der Universität als Promoventen Schulen zu unterrichten, damit sie das lernen, was sie unterrichten. Nein, dass sie das lernen, was sie bis zum Examen haben. Und diese Tätigkeit bedeutete auch, dass Leibniz immer mit Älteren zusammen war und sich dann noch durchsetzen musste. So heißt es. Es ist sogar ein Ordi, der
der Theodizee, kann man sagen, also des Versuchs von der Güte Gottes zu sprechen. Mit anderen Worten, wie Gott in die Welt hineinwirke. Und Leibniz spricht von einer prästabilierten Harmonie, ein Begriff, den wir noch weiter verwenden wollen. Und als er bei einem studentischen Umtrunk gerade sehr angeschluckt war, sagte er, du bist doch der Oberklugspunkt. Ich habe hier ein Buch, sag du doch mal, was das ist. Und das war das I Ching. Das I Ching ist das älteste Buch der Menschheit. Das ist also älter als das Alte Testament, älter als das Gilgamesch-Epos. Und das Gilgamesch-Epos ist überhaupt kein Buch, sondern meine Tafel. Also wirklich das allerälteste Buch. Und diesem ältesten Buch der Menschheit kommen die Begriffe Yin und Yang erstmalig schriftlich vor. Und deshalb ist es gut, sich an die Ursprünge dieser Begriffe zu halten. Und er sagt, ganz einfach, ein Zahlenspiel. Und in der Tat schreibt er später, Sie sehen hier einige Abdrucke oder Fotos von diesem Manuskript, das in Altdorf liegt, schreibt er eben das noch einmal genau auf und am Ende des Traktats sagt er, so will es ihm doch wunderlich bedünken, dass sich die Chineser für das klügste Volk der Welt hielten, handeln sich doch bei ihrem geheimnisvollen Buch um ein einfaches Zahlenspiel. Das sieht man hier, das sind binäre Zahlen, etwas vereinfacht. Sie haben 1 und 0, die können Sie dann kombinieren zu 1, 2, 3, 4. Das ist ein Monogramm, das nennt man dann Bigramm, also aus zwei Zeichen zusammengesetztes Gesamtzeichen. Ein Trigramm wären dann die Zahlen 1 bis 8. Hier sehen Sie sie und da sehen Sie sie. Sie werden in Kreise angeordnet, sodass sie sozusagen einen Kreis wie einen Kuchen in 4 oder in 8 Stücke teilen können. Und ganz entscheidend ist, dass man diese Zeichen benutzt hat, um kreisförmige Vorgänge zu bezeichnen. Zum Beispiel das Jahr, möchte Frühling, Sommer, Herbst, Winter, den Tag oder hier die Richtung der Sonne über den Tag. Und man hat versucht, da einen Sinn zu lesen. Das haben die alten Griechen übrigens fast ganz genauso gemacht. Und im dritten vorchristlichen Jahrhundert ändert sich jetzt ein wenig die Bezeichnung. Und statt Yang Yin, Yang Yang, Yang Yin und Yin Yin oder 1, 2, 3, 4 kommen Embleme auf, die heißen Holz, Feuer, Metall, Wasser. Und jetzt wollen Sie wissen, warum das so wichtig ist oder warum man mit Medizin machen kann. Nun, weil kreisförmige Vorgänge in der Natur viel wichtiger sind, als Sie bisher vielleicht dachten. Ich möchte Ihnen das an einem unromantischen, nicht mystischen Modell vorführen, nämlich der Regulation eines Inkubators, eines Wasserbeckens, Aquariums. Jeder Arzt hat das in seinem Labor. Das wird zum Beispiel auf 37 Grad eingestellt mit einem Thermostat, den sehen Sie hier. Und dann ist da ein Heizwendel drin, sodass die Temperatur entsteht. Wenn Sie also morgens in Ihr Labor kommen, ist da Raumtemperatur und Sie schalten den Vogel ein. Und was passiert ist, der Thermostat sagt, oh, es ist gerade Raumtemperatur und deshalb hier unten schalte ich die Maschine ein. Das heizt auf bis zu diesem Punkt, bis zur Solltemperatur und jetzt geschieht ein Wunder. Und wenn Sie das Wunder verstehen, können Sie chemische Medizin verstehen. Wenn Sie es nicht verstehen sollten, dann rede ich noch eine halbe Stunde, ohne dass was funktioniert. Also passen Sie jetzt auf, weil da wird es spannend. Wenn an der Stelle hier vorne die Solltemperatur erreicht wurde, schaltet der Thermostat ja ab, so wie bei Ihnen im Wohnzimmer abgeschaltet wird, wenn Sie die Solltemperatur Ihres Thermostaten erreichen. Und das Gleiche passiert auch in der Küche. Wenn Sie da zum Beispiel den Küchenherd ausschalten, fassen Sie nicht auf die Platte. Da ist noch ein bisschen Wärme drin und die macht, dass wir so einen kleinen Wärmegipfel bekommen, so einen Peak. Und wenn Sie jetzt hier vorne wieder die Solltemperatur unterschreiten, dann schaltet der Thermostat den Heizer wieder an und dann haben Sie eine gewisse Latenz. Also wenn Sie in der Küche zum Beispiel den Herd anschalten, dann können Sie ja auch noch einen Moment die Hand auf die Platte halten. Es gibt also Nachwärme, so nehmen wir den Spaghetti-Topf herunter und können eine Tasse Lebensmittel kochen mit der Wärme, die da noch drin ist. Und es gibt Latenz, zwei technische Begriffe aus der Mess- und Regeltechnik, nichts Besonderes, jeder Ingenieur kennt sie. Und die sind wichtig, weil die dazu führen, dass wir so ein Auf und Ab bekommen. Und die einfachste, nicht ganz zutreffende, aber einfachste Art, das zu beschreiben, ist eine Sinuskurve. Nun,
Also eine Sinuskurve ist ja Ihnen noch mit Schrecken aus der Schule bekannt und deshalb möchte ich Ihnen den Schrecken nehmen. Eine Sinuskurve heißt auch Kreisfunktion und ich möchte Ihnen zeigen, warum. Nehmen Sie einen Drehorgelspieler, wir sind wieder bei der Musik, einen Drehorgelspieler, der hat hier die Achse, hier die Hand und kreist die Achse, das ist ein Kreis. Wenn Sie ihn von hier aus sehen, ist es ein Auf und ein Ab. Und wenn der Drehorgelspieler jetzt fährt, ist das eine Sinuskurve. Sie können also sagen, das da ist ja eigentlich das da. Und immer, wenn Sie mit der Hand oben sind, zieht die Achse, hier der Sollwert, die Hand wieder runter. Und immer, wenn Sie ganz oben sind, dann sehen Sie besonders hier im Wendepunkt die Wirkung der Achse, des Sollwerts, das System wieder hochzuziehen. Und deshalb können Sie das einmal mit diesen alten Begriffen bezeichnen, aber Sie können auch so einen kleinen Punkt reinmachen, um zu sagen, Vorsicht, da ist die Achse die Ursache dieser Drehbewegung und damit der Regulation. Der Sollwert ist also die Bedingung dafür, dass überhaupt reguliert wird. Es gibt also einen Sollwert. Und wenn Sie nun Chinesen sind und das sind die Weltmeister im Symbole machen, dann machen Sie natürlich das Gesamtsymbol draus und das kennen Sie sicher. Das ist das Fuxi-Zeichen, eines der ältesten Symbole der Menschheit überhaupt. Und jetzt sehen Sie, das ist gar nicht für die Brigitte, sondern das ist für Technik. Und nichts gegen die Brigitte, die ist viel besser geworden. Ich kenne Ausgaben aus den 70er Jahren, die ich neulich auf meinem Dachboden gefunden habe. Und ich weiß überhaupt nicht, warum die einer aufgehoben hat. Diese viel dramatische Weise. Aber hier geht es um Technologie. Hier geht es also nicht um Geschwafel, sondern es geht darum, dass ein technischer Vorgang mit binären Zahlen beschrieben wird. Und die können Sie auch als Metapher verwenden und dann wird es philosophisch oder Sie brauchen sie für Ihre Gefühle. Alles in Ordnung. Aber nicht für die Medizin. Dann müssen Sie erst die technische Bedeutung haben. Und dann könnten Sie sagen, na, was soll's? Hast du halt ein Kreismodell, hast du ein bisschen Regulation. Nun, das Vegetativum wird auch reguliert. Und wir konnten 132 bereits bekannte Mechanismen jetzt der Up-and-Down-Regulation des Vegetativums zuordnen. Und wenn Sie sich vorstellen, was das dann klinisch bedeutet, kommen Sie auf die sogenannten Orbes oder die Funktionskreise, also die Funktionsmuster, die die chinesische Medizin kennt. Und so ist das sozusagen logisch, dass wir diese Muster jetzt aus dem Bereich der Mystik entfernen können und herüber tun können in die Regulationstherapie. Wir haben also klinisch erkennbare Zeichen, Sie sehen das an diesen Mustern, ich mache es mal vor, oh, das ist das Clint Eastwood, oder, ja, oh, das nennt man Holz, ne? Oder dieser Modus, das nennt man Feuer, oder wenn Sie Freundin drehen, wenn man da stehen. Mhm. Dann ist das Metall. Oh ja, wenn Sie, wir kennen recht harmonisch, der frühe Theolinen in der Rolle des Schuldirektors zum Beispiel, dann noch der häufig, der wäre so ein Typus. Und jetzt wissen Sie, diese Verhaltensweise bestehen deshalb, weil das Vegetativum, also die feuchten Keller des Unterbewussten, in das Mittelstübchen und sogar in das Oberstübchen hinein Wirkung haben. Und deshalb hatte Kant recht. Es gibt etwas, was aus dir heraus plötzlich sagt, du musst anders machen, obwohl es unvernünftig ist. Und Kant hat sogar gesagt, er glaube an das moralische Gesetz in ihm. Das hat also etwas zu tun damit, was richtig und was falsch ist. Und an den gestirnten Himmel über ihm. Das hätte von Lao Tse sein können, denn der sagte, es sind die Gesetze des Himmels, also Kreisbahnen, die den Menschen bestimmen. Also gar nicht so mystisch, gar nicht so schlimm. Und wenn Sie das jetzt ein bisschen weiterspinnen, dann haben Sie natürlich auch bei diesen vier Leuten vier Arten von Rückenschmerz. Machen Sie mal eine Studie über Rückenschmerz und machen Sie einfach nur bei Rückenschmerz Punkt 1 bis 4, na, dann haben Sie vielleicht bei weniger Erfolg mit Ihren Punkten, das sind ja Reflexe, Gegenreflexe gegen diese Fehlsteuerung, und bei den drei haben Sie es halt nicht. Und das ergibt dann die Unwirksamkeit der Akupunktur, naja, weil die Studie falsch angerichtet ist. Sie müssten jetzt sagen, in den Einschlusskriterien Rückenschmerz plus dieser Typ. Und dann hätten Sie wieder ein Ergebnis. Und das haben wir inzwischen doppelt verblindet. Und ich erspare Ihnen da die methodologischen Details. Doppelt verblindet nach dem erstmals doppelt verblindet klinischer Akupunktur.
drei Studien daran. Ja, aber jetzt sehen Sie, mit diesem Gehalt an Funktionsbereitschaft, das könnte man auch Energie, M heißt der Innewund, oder innen drin, Energie, Ergotherapie, kennen Sie, innewohnende Arbeitsbereitschaft ist Energie, können Sie so nennen, das Wort kommt in der chinesischen Medizin gar nicht vor, sondern so durch Sun Yid Moran 1932 hinein übersetzt, um diese Vorgänge besser zu übersetzen. Also sagen Sie von mir aus Energie, wundern Sie sich nicht, wenn andere Leute Sie missverstehen. Dann haben Sie mit diesem Energiestatus auf vier Arten, sich selber zu verstehen und übrigens auch die anderen. Denn der Eastwood oder der Roberto Blanco oder Eugen Tillemann, wenn die in den Salon kommen, jetzt kriegen die ja immer bestimmte Antworten, Verhaltensantworten. Und damit Konfliktmuster, die sich chronifizieren. Sie können das als Neurose bezeichnen. Sie können auch sagen, ja, Neurose gibt es und das gibt es auch. Es gibt also ein anlagebedingtes Konfliktverhalten. Und das eine Kind zum Beispiel wird mit Überreizung konfus und angstvoll und so reagieren, wie Professor Dölke es sagte. Und ein anderes Kind profitiert von den Reizen und sagt, das finde ich super. Deshalb meine ganz wichtigste Botschaft überhaupt des ganzen Tages, das ist eine Individualisierungsmedizin. Sie müssten also jetzt unterscheiden, wer profitiert und wer profitiert nicht und ein Management der Situation einfügen, das für den Menschen richtig ist, der es bekommt. Nicht wie eine Tennissocke therapieren und one size fits all, eine Therapie für alle, sondern eine hochindividualisierte Therapie machen. Das gleiche Modell fast finden Sie bei Eysenck, geht auf die Griechen zurück. Es mag eine Kommunikation über die Seidenstraße gegeben haben, das wird vermutet. Sie können das wissen Sie auch heute, mit den entsprechenden Transmittermustern unterlegen, das sind die berühmten Suchtpersönlichkeitstypen und die würden Sie auch nicht wie eine Tennissocke behandeln. Wir behandeln nun aber genau da unten in diesem Teil des Gehirns. Und wir können diese Launen, die ja keine sind, sondern diese Herausbewegtheiten aus dieser Achsen, aus dem Achsenmoment, genauer bezeichnen. Sie können sich übrigens einen Großteil dieser Interpretation aus dem Internet bei Share Slides schon herunterladen. Ich packe Ihnen den auch gerne auf, wenn Sie eine Leute fotografieren. Packen wir den ins Internet, dann können Sie ihn rausziehen. Und hier können Sie eben innere Bewegungen, die sozusagen vorsprachlich sind, unterscheiden, die sich dann etwa schlecht übersetzt als Zorn zeigen, aber es geht eigentlich um eine Erregungsbereitschaft, die bis zum Zorn gehen könnte, aber der Clint Eastwood ist ja noch gar nicht zornig, wenn er in die Kneipe kommt. Zorn entsteht jetzt durch das Gegenüber. Für Zorn brauche ich ja jemanden, auf den ich zornig bin. Aber hier geht es um eine innere Bereitschaft. Oder die Voluptas, könnte man als Lust übersetzen, die Bereitschaft, Emotionen zu erleben, ja sogar überstark. Und ich sage Ihnen gleich, für ADS und Burnout ist das eine gute Voraussetzung, dass Sie alles intensivieren wollen. Denn das ist wahnsinnig anstrengend. Und die Chinesen kennen eine bestimmte Funktionskraft, die heißt Shen. Und die ist sehr hilfreich, um zu verstehen, wie solche Störungen wie Burnout zustande kommen. Shen ist die Fähigkeit, diese Emotion ist, wie wir sie in der Fachsprache auch nennen, immer wieder in die Mitte hineinzuführen. So eine Art Regulationskraft, die man hat. Shen verhindert aber auch, dass wir zur gleichen Zeit an alles denken. Und diese Kraft könnte zum Beispiel überfordert sein, wenn alle 30 Sekunden einer anruft. Da muss er an dies denken, dann wird er an das denken. Und das kann diese assoziative Zusammenhaltekraft, Kohärenz nennt man das auch lateinisch, diese innere Kohärenzkraft einfach irgendwann nicht leisten, vor allem wenn sie von Natur aus bei Ihnen oder irgendwann anders instabil ist. Und ein anderes Kind oder ein anderer Erwachsener haben gar kein Problem damit. Dann gibt es Meror, das heißt, wenn man mal Kummer geschrieben ist, ein tiefen Schmerz, den man empfinden kann, so wie nach dem existenziellen Liebeskummer, so ein Weltwehe, bis hin zur manifesten Depression. Sie ahnen schon, Depression kann man jetzt aus verschiedenen Gründen haben und es gibt 18 verschiedene Formen der Depression, je nachdem, welcher dieser Mechanismen, Sie erinnern sich, das ist nur eine von vier Kurven,
welche der Mechanismen beteiligt sind. Sie können dann sehr genau sagen, wie das zusammenhängt und danach wird die Therapie dann gesteuert. Ja, wenn Sie das übersetzen in den Alltag, dann ist es so, dass wenn Sie da so hineingehen in das Leben, dass Sie vor allem autonom sein wollen. Nicht reinreden, Sie sind vor allem dafür zuständig, dass ein Erfolg geht. Und wenn Sie so ins Leben gehen, haben Sie zwei Funktionen, die Ihnen besonders wichtig sind. Sie wollen mehr Emotionen haben, Sie wollen mehr erleben und zugleich muss es auch schnell gehen. Und das macht auch das Suchtpotenzial an den Klickermaschinen aus. Für diesen Persönlichkeitstypus ist es besonders leicht, sich daran eine Befriedigung zu holen. Wenn Sie so wollen, das hat eine genetische Grundlage, weil das einem Menschentypus entspricht. Wer so einen inneren Weltschmerz hat, der sollte natürlich immer nach Gemeinschaft, nach symbiotischer Gemeinschaft streben. Und wenn man das zu stark macht, dann wissen Sie, dann gehen die Symbiosen kaputt. Deine Liebe klebt, du gehst mir auf den Geist. Worte wie Watte in Harmonie eingeschweißt. Marius Müller-Westernhagen war noch nie berühmt für seinen Gesang. Bitte Sie. Aber das Lied war nicht falsch. Aber wenn Sie Sicherheitsbedürfnis haben, weil Sie so einen als ersten Lebensantrieb, als erstes Motiv, dann brauchen Sie Rationalität, um das immer wieder zu ordnen. Weil Angst dürfen Sie nicht fühlen. Ja, das könnte Sie lähmen. Und evolutionär würde das bedeuten, der Säbelzahntiger können Sie fressen. Also haben die Leute überlebt, die Angst gut wegpacken können, also wir alle zusammen. Angst ist also das heimliche Thema Nummer eins, das man nicht verbalisieren kann. Ich wüsste nicht, wovor ich Angst haben sollte. Dann denkt er schon mehr darüber nach, was die Begründung wäre und gar nicht mehr über seine Eigenwahrnehmung. Da geht die Propriozeption verloren. Bei Angst kann das ja manchmal ganz gut sein, aber bei den anderen Emotionen ist es wichtig, sie zu kennen, um sie zu managen. Und dafür gibt es ganz alte Konzepte. Und weil wir jeder, alle diese Personen in uns drin haben, haben die Chinesen gesagt, das spricht, wenn das und das passiert, dein innerer Fürst zu dir, der aus Neigung handelt und auch übrigens den meisten Applaus bekommt. Und dann ist das so ein Gegengewicht, so ein Gutachter. Ne? Der Fürst sagt, wie tasse moi, kannst mich mal, Buchhalterseele. Und der Buchhalter sagt, kann sein, oder du kannst nicht bezahlen. Und dann ist da ein Feldherr in dir, der sagt, das ist genug geschwätzt, machen wir es. Ne? Kennen Sie das? Sie haben eine Diskussion. Zum Beispiel 3 Stunden reden Sie darüber, wie Sie den Dienst besser organisieren können. Und dann kommt einer und sagt, schaut euch jetzt, so wird es gemacht, aus, Ende. Das ist meistens eine berühmte Pepsel, kennt ihr vielleicht? Problemerzeugende Pseudolösung. Also Sie müssen schon mehr als über einen dieser inneren Module, eines dieser inneren Module verfügen, sind innere Personen, die nach der chinesischen Medizin in so einer Art innerem Gleichgewicht stehen. Auch hier wieder ein Netzwerkmodell von Denken und ein Netzwerkmodell von Motiven. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, naja, nee, ist schon gut so, wie es ist, dann können Sie nämlich besser dazugehören, wenn es sich nicht ändert. Und machen wir das schon mal so, das ist schon so vorbestimmt, ich führe mal die Liste, wer überhaupt anwesend war. Wer möchte denn auf unserer Busfahrt ein Foto bestellen? Ja, kennen Sie so Leute, die so eher mitfahren? Das ist ganz prima. Und das haben wir auch in uns. Da kann man mal an das Gewissen des jugendlichen Rebells appellieren, sagen, Mensch, kränk die anderen nicht so, das willst du eigentlich auch nicht. Also, wir haben die in uns drin. Und das sind innere Rollen. Wir haben also ein inneres Team in uns. Und das bedeutet eigentlich, könnten wir mit den Situationen besser umgehen, wenn wir alle Teammitglieder mal zu Wort kommen ließen, also andere Module von uns selbst. Ja, wir könnten sogar selber besser kennenlernen, weil es ja Teile von uns sind, die wir verschütten. Sie haben also sozusagen ein Gleichgewicht von Funktionen,
Und Sie können das ein bisschen vereinfacht sagen. Der Feldherr will leben wie in einer Arena. Der will den Kampf, der will den Sieg und es geht ihm darum, dass er Erfolg hat. Der Fürst, der Kardinalorb ist, das Herz der Chinesen, so etwas ganz, hat gar nichts zu tun mit dem Herz im Westen, fast nichts zu tun. Der sagt, ich will überleben wie auf einer Bühne. Ich will mich darstellen, ich will expressiv sein, ich will einen Applaus haben und auch den Konflikt und ich genieße beides. Ach, ich hatte meine Freunde, die konnten sich einen Teller werfen. Und das war klasse, nicht? Also, weil das ganze Leben dann so intensiv war, aber es war dann zu stark. Die Chinesen sagen sogar, das ist ein Krankheitsfaktor. Wenn man das macht, ist das gut für zwei Dinge. Ein Buch aus dem 16. Jahrhundert sagt, ist gut für die Opernbühne, ist gut fürs Bett und für den Rest ist schlecht. Weil sie sich nicht einordnen können, weil Partnerschaften daran zerbrechen, dass der eine so intensiv ist und immer intensiver wird und mit jedem Außenreiz, der bekommt dem Thema, noch intensiver wird, das kann kein Mensch mehr nachfühlen. Und das bedeutet auch eine Form von Entzweiung. Oder sie wollen wenigstens im Sanatorium keine Veränderung. Hier Change Management, wir wollen die Behandlung umstrukturieren. Nee, lass mal. Wir haben das immer hier schon so gemacht. Also Sie in Heidelberg, Sie können das ja anders machen. In Klammern, Sie gehören nicht dazu. Ich gehöre dazu, du gehörst nicht dazu. Sie haben sich, Symbiose ist wichtig für die. Ne? Und halt den Mund, das will ich nicht. Ich will vor allem keine Anstrengung. Sie haben sich, der Energiestatus ist da schon so ein bisschen im Keller. Und deshalb will man das nicht machen. Oder Sie wollen leben wie in einer Festung. Und diese inneren Personen kann man so ein bisschen zum Ausgleich bringen. Und erinnern Sie sich, das ist ja arg vereinfacht, denn wir haben ja hier auch 8 Möglichkeiten, den Kreis zu unterteilen. Und deshalb gibt es sozusagen 2 Leute, die mit Entscheidungen umgehen können. Nämlich der General, der sagt, da geht's lang. Und dann der Verwalter, der sagt, ja, das stimmt im Prinzip, aber. Also ein Abwäger. Entschlusskraft und Differenzierung müssen also in einem Gleichgewicht stehen. Und Sie haben den Kardinalorbis, den Fürsten in sich, sozusagen der aus Neigung handelt. Aber wenn Sie ganz viel Angst haben innerlich, dann wollen Sie gar nicht mehr so emotional sein. Und dann verändert sich diese Wandlungsphase vorher. Und Sie haben das, was man als Psychoalexie bezeichnet, eine Nichtwahrnehmung von einem selber, also ganz hektischen Antrieb. Das kennen Sie schon. Im Prinzip 2 Arten ins Burnout zu kommen. Sie können so ein Überemotionaler sein, diese emotionale Arbeit gar nicht mehr bewältigen, diese Kontakte gar nicht bewältigen, die vielen Assoziationen gar nicht mehr ordnen können. Gott sei Dank gibt es Pflanzen dafür und Übung. Oder Sie können auch so ein bisschen zu schnell sein und sich im Tempo verlieren und damit auch die Beziehung zu den anderen verlieren, weil Sie die Beziehung zu sich verlieren. Sie merken sich gar nicht mehr. Wenn Sie so wollen, könnte man das erste Syndrom das Maria Callas-Syndrom nennen. Ne? Maria Callas, die große Sängerin, wurde leider manchmal zur Romy Schneider. Ne? Die sind ja beide so stark überemotional. Es gibt ja Leute, die können den Film Sissi Schicksalsjahr einer Kaiserin aushalten. Ich habe davon gehört. Ich kann es nicht. Und, da ist sie, und deshalb weiß man jetzt auch, die spielt sich ja selber, die Romy Schneider. Und wenn diese Kraft erschöpft ist, kann sie gar keine Gefühle mehr aufbauen. Schließlich suizidiert sie sich. Maria Callas hat das erfolgreich vermieden und sie hat ja den guten Giuseppe Di Stefano, der sie immer wieder getröstet hat. Aber Romy Schneider hatte dann niemanden und in dieser emotionalen Lage Gefühl der Gefühllosigkeit gar nicht mehr fühlen können. Vollkommene Ernüchterung. So ein ganz anderes Gefühl, als ausgebrannt durch viel Heckmeck zu sein. Das könnten wir als Speedy Gonzales-Syndrom bezeichnen. Also eine Störung des Antriebs. Ja, Sie könnten aber auch sowieso immer unterreguliert sein. Wenn Sie so wollen, so Lucy luftlos ein bisschen. Und dann kommt die jetzt noch eine Anforderung. Sie wissen ja, die Arbeitsproduktivität ist um 1/3 gestiegen in den letzten 10 Jahren. In den letzten 10 Jahren müssen Sie 1/3 mehr pro Stunde arbeiten.
Und deshalb ist die vegetative Regulationskurve auch durcheinander geraten. Und es gibt über 130 Symptome, die beim Burnout auftreten. Sie wissen warum? Weil sie an jeder Teil dieser somatopsychischen Regulationskurve gestört sein können. Das Vegetativum kann unendlich viele Symptome machen. Das können Sie gar nicht als das Wichtige empfinden, sondern dass Sie daher kommen, ist wichtig. Nun, das bedeutet aber auch, dass Sie Teamkompetenzen haben. Der Macher und Differenzierer in sich oder in Ihrer Arbeitsgruppe. Und genauso haben Sie jemanden, der kreativ ist oder jemanden, der einfach umsetzt. Ja, diese Maria Callas ist kreativ, die interpretiert ihre Tosca eben anders. Und das ist so bewegend, dass sie auf einmal verstehen. Oder der Umsetzer dann einfach sagt, gib mir was zu tun, sonst werde ich verrückt. Ich muss nämlich laufen, ich bin Speedy Gonzales. Oder sie haben einen da drin, der zum Beispiel sagt, okay, ich stecke mal zurück. Es muss ja auch einer dafür sorgen, dass der Laden läuft. Geh du nur und ich mache mal weiter. Und 30 Tage spätestens kriegen Sie es von dem zurück. Aber 30 Tage geht das gut. Oder so haben eine Expertin, die sagt, Moment, wir müssen auch die Details abklären. Das muss schon alles stimmen. Ne? Aber das sind die Kompetenzen. Und wenn Sie eine dieser Personen überbetonen, dieser inneren Person oder im Arbeitsteam, dann haben Sie erschöpfende Konfliktmuster. Die gehen weg. Sie können Überdifferenzierer haben. Oder einen Alpha-Tyrann. Sie können einen Chaoten haben oder einen, der immer emotional rebelliert und alle aufmischt. Oder der Speedy Gonzales wird zum unproduktiven Geschaftelober. Oder Sie haben einen, der bremst alles. Sagt, nee, lieber nicht. Jetzt machen Sie mal mit denen ein Change Management in einem Betrieb. Klar, dass da die Burnout-Rate steigt. Aber Sie können auch diese andere Form von Bremser haben, der will alles so genau planen, dass gar nichts mehr geht. Ja, so Typus Planwirtschaft. Das ist meist nach Berlin geschickt, können wir gar nicht so sagen. Und das bringt dann Erschöpfungsmuster, weil Sie in Ihrem Verhalten stecken bleiben und dann einseitig werden und die anderen Persönlichkeitsanteile verlieren. Und da will ich mal drei häufigere Typen dieser Übererschöpfung, es gibt 18, ich sagte es schon, genauso wie bei der Depression, zeigen, die nämlich mit den Maslach-Typen der Übererschöpfung und des Burnout korrelieren, ein wenig. Da wird einmal der Typus Emotional Exhaustion gezeigt, der tatsächlich zu tun hat mit diesem Gefühl der inneren Leere. Und der hat sozusagen diesen Emotionsdruck, den er will. Das hat ja auch die Kreativität ausgemacht, war eigentlich ganz gut. Da hat er diesen emotionalen Druck, und das erlebt man auch wie Druck, den hat er irgendwie aus den Augen verloren. Man könnte sagen, er ist in uns drinnen eine Art Emotionsdruckmesser, so eine Art Barometer. Und wenn Sie sich nicht mehr fühlen und das nicht mehr haben, wenn Sie also gar nicht mehr managen können, wie intensiv Sie sein wollen, dann fliegen Sie damit hin. Da fliegen Sie auf die viel zitierte Schnauze. Und das kann am Betrieb liegen, aber das kann auch an Ihnen liegen. Genauso wie Burnout nicht nur von der Arbeit, sondern vom Ehepartner kommen kann. Auch das ist sehr anstrengend. Der zweite Teil, der hier im Grunde der westlichen Systematik ein wenig entspricht, ist der Teil, den man als Depersonalization bezeichnet. Etwas vereinfacht gesagt, sie sind so erschöpft und überhetzt, dass sie sich selbst auch gar nicht mehr empfinden, sondern irgendwie noch aus Automatismen den Abend erreichen, wie ein Roboter, irgendwie noch ankommen, möglichst viel vom Schreibtisch weg auf andere, wurscht, was es kostet, weg und raus hier. Dieses ist die perikardiale Form, wird also durch andere Reflexmuster günstig beeinflusst. Und hier können wir sagen, da ist auch wieder ein Kontrollverlust. Und in der Analogie dieser Störung, die wir bezeichnen können als Störung des Antriebs, der Antrieb ist sozusagen hemmungslos entkoppelt. Vorher war die Emotionalität hemmungslos unkontrolliert. Jetzt ist der Antrieb entkoppelt, da
Da haben sie sozusagen ihren inneren Drehzahlmesser nicht mehr im Gefühl. Der Motor läuft im roten Bereich, irgendwann ist das Kühlwasser weg und der Kolbenfresser droht. Und das ist eine ganz andere Form von Therapie, die Sie da brauchen. Würden Sie die alle mit einem Antidepressivum behandeln, wäre das natürlich vollkommen falsch. Und dann gibt es wieder eine dritte Form, Lack of Perception, of Personal Accomplishment. Sie fühlen nicht mehr, dass Sie was Gutes leisten. Doch egal. Herr Professor Brecht sprach vorhin davon, im therapeutischen Beruf 20% sagen, ob ich jetzt hier arbeite, es hilft ja alles nichts und es ist ja alles ganz furchtbar. Stimmt übrigens gar nicht. Sie fühlen sich immer so. Weil Sie eigentlich so ein perzeptiver Mensch sind. Sie müssen helfen, um Symbiosen herzustellen. Das wollen Sie eigentlich. Ein Trost. Eine Beziehung wie Kaugummi kann da entstehen. Manche therapeutischen Verfahren wollen das sogar. Wir würden das versuchen zu vermeiden. Und weil Sie da im Unterschuss sind, sozusagen im Mangel von inneren Kräften, deshalb ist es auch möglich, dass die Dinge quasi von außen in Sie eindringen. Da gibt es nämlich ein Konzept in der chinesischen Medizin, dass Sie einen inneren Raum haben, den Sie beschützen und bewahren müssen und den Sie durch Fühlübungen auch immer wieder neu erleben können. Und er muss abgegrenzt sein gegen den äußeren Raum. Sie müssen diese Grenze fühlen. Wenn Sie zum Beispiel immer nur nach außen wirken, weil Sie Maria Callas sind, dann leben Sie nur noch in einem Außenraum. Oder wie richtig angemerkt wurde, Sie leben in dem Video, das da läuft. Das sind aber nicht mehr Sie selber. Und manchmal spielen Sie eine große Rolle in dem Video, denn auch Ihr Leben ist ja ein bisschen ein Film. Und Sie können da sozusagen histrionisch, narzisstisch, das sind so Begriffe aus der normalen Psychotherapie, reagieren und einfach zu viel machen. Und dann verlieren Sie Ihren Innenraum. Aber bei diesen sogenannten pulmonalen, weil die immer wie nach dem Seufzer, das hat was mit Atmung, mit der Lunge zu tun, da ist es anders. Die lassen alles herein. Und jetzt natürlich bedrückt sie alles, was dort ist und können gar keine Entscheidung mehr fällen, sind überdifferenziert und nur noch wahrnehmend. So können sie gar kein Chirurg mehr sein. Das können sie nicht. Psychotherapeut können sie dann auch eine ganze Weile sein, wenn sie sehr leidensfähig sind. Weil da viel auch in der Wahrnehmung besteht. Freud hat es ja so gut gesagt, er hat gesagt, die Benennung ist der Katalysator der Heilung. Und dazu müssen Sie erst einmal wahrgenommen haben. Und es wäre toll, wenn Sie mehr Sachen benennen könnten aus diesem Unterbewussten. Und auf einmal kommt es Ihnen so vor, als sei das was ganz Normales. Und das reicht häufig, um das gute Bewusstsein für die Selbstheilung wieder herzustellen. Und daraus gibt es sozusagen Selbstwahrnehmungsmanagement-Themen, Propriozeptionsthemen, die Sie hier entwickeln können aus dieser Systematik und die Sie durch relativ spezifische Übungen auch ein bisschen besser bekommen und natürlich auch durch das Gespräch. Wenn jetzt zum Beispiel in einem Betrieb umgestaltet wird, dann kommen alle diese Mechanismen aus allen Teilen des Gehirns zusammen und deshalb sind Angst und Depression und Emotionskontrolle sind ganz wichtige Themen im Tempo. Es hilft also übrigens nicht jedem, das Leben total zu entschleunigen. Es hilft nicht jedem. Für manche ist das eben ganz falsch. Es hat also keinen Sinn, sozusagen irgendwelchen Ismen anzuhängen. Verbale Buddhisten gehen in den Retreat und hören auf zu arbeiten. Dummes Zeug, bleiben Sie normal. Wer hat keinen Wert? Die Kontemplation hat einen Wert. Nur dann aber, wenn sie auch für sie passt. Und deshalb ist das in Gruppen schon fast nicht möglich. Deshalb kann es auch keine Ismen geben, sondern Individualität. Therapieren tun wir das in der chinesischen Medizin mit den bekannten Säulen, Akupunktur, Arzneitherapie, Diätetik. Ja, sie können durch Essen ihre Energien besser steuern, ihr Vegetativum besser steuern. Durch spezielle Reflexzonenmassagen, durch PTTCM und durch Qigong, also
vegetative Propriozeptionsübung, man könnte sagen, vegetative Feedback-Therapie. Die werde ich Ihnen heute auch zeigen. Zum Thema Akupunktur, unsere letzte Studie, gerade fertig geworden als Masterarbeit. 69 Studenten sind da integriert worden in drei Armen und die werden einmal im Ohr akupunktiert. Zwei Tage später haben sie einen deutlich niedrigeren Angstlevel. Das sind Studenten eine Woche vor dem Staatsexamen. Und auch die Zungenzeichen der Chinesen gehen zurück. Das ist eine ganz ausgefeilte Akupunktur, die gemacht wird, die dem Persönlichkeitstypus entspricht. Das heißt, Sie können, wenn Sie die Reflexe, also dieses Unterstübchen des Gehirns behandeln, auch auf die Emotionalität einwirken. Vielleicht gut, um Medikamente zu sparen oder vollkommen zu vermeiden, dann, wenn die Anzahl der Nebenwirkungen die Funktionsfähigkeit eines Menschen und damit seine Burnout-Resilienz, also seine Gesundheitskraft, eher schwächen würde. Wir haben Phytopharmakologie und ich möchte das heute gar nicht groß ansprechen. Wir kennen von vielen dieser Pflanzen die molekularen Mechanismen. Ich habe da selber auch einiges dazu gearbeitet, wenn Sie Lust haben. Da gibt es so ein Büchel, das ich Ihnen da ans Herz legen möchte. Das große Buch, welches ich Ihnen beziehe, ist schon seit 2 Jahren ausverkauft. Und ich habe noch keine Zeit, die Neuauflage, die dritte zu machen. Aber da steht eigentlich auch alles drin. Das ist die Checkliste Phytotherapie. Da können Sie die Pflanzen nachlesen, die Ihnen helfen. Aber es ist sehr schwer, die richtigen Pflanzen zu den Einzelpatienten zuzuordnen. Aber damit Sie wissen, das steht irgendwo. Und dann haben wir eine andere Studie gemacht über Angst. Angst, die ja auftritt vor allem beim Thema Burnout, wenn Sie was entscheiden müssen oder wenn Sie was präsentieren müssen. Wenn Sie sich in einem modernen Betrieb gar nicht mehr präsentieren können, weil Sie alles durcheinander bringen oder rumflattern, haben Sie verloren. Da kriegen Sie schlechte Kritiken und dann sind Sie weg vom Fenster. Und wir haben mal ein anderes Modell gewählt. Wir haben nämlich flötenspielende Kinder genommen. Die sind noch nicht so anneurotisiert aus einer Kleinstadt in Portugal. Da ist die Welt in Ordnung. Da wird abends gebetet und die Hände werden sich gewaschen und so was in die Kirche. Und jedes Kind in Santa Maria de la Vega lernt ein Instrument. Und zwar war das immer schon so in diesem Ort. Und die haben unglaublich, ich glaube, die haben 600 Einwohner, aber sie haben 1500 Teilnehmer in ihrer Musikschule. Und das ist nicht der große Dorfplatz des stolzes Dorfes, sondern dass diese Musikschule ein Steinway D-Flügel hat. Und da sind wir hingegangen und haben mit der Flügellehrerin, die chinesische Medizin studiert hat, die ist Krankengymnastin, haben wir eine Studie gemacht und geguckt, können wir denn nicht durch Übungen, durch solche vegetativen Behandlungsübungen, können wir nicht die Symptome der Flötenspieler vermindern und ihre Leistung verbessern? Denn wir wissen, wenn Kinder traumatisiert werden beim Musikunterricht, zum Beispiel, weil sie vergeigen, wenn sie geigen sollen, dann macht man nichts Gutes, dann hilft die Musik nicht, sondern ist die Musik ein Schrecken. Und wir haben dazu Übungen. Und jetzt muss ich mal schauen, ob der Computer mir hier hilft. Wir haben hier Übungen gemacht und hier sehen Sie einen Probanden. Dieser Proband macht eine Qi-Übung, das ist eine Thermografie. Blau bedeutet kalte Temperatur, rot oder gar rosa ist sehr heiß, also zum Beispiel unter den Achseln, wo Sie Fieber messen würden. Und jetzt werden Sie sehen, dass tatsächlich diese Übung etwas bewirkt, nicht nur gefühlsmäßig so, reden wir mal darüber, sondern wirklich präzise feststellbare Veränderungen. Jetzt muss ich mal gucken. Na, macht er nicht. Da sehen Sie jetzt, während er also nur den Körper so hält und fernsieht, also im Grunde Bilder macht, sieht man keine Veränderung, keine wesentliche Veränderung. Ich will Ihnen diese 2 Minuten gerafft zeigen. Ja. Sehen Sie, wenn ich die Hände eher kälter vom Rumstehen. Wenn er aber bestimmte Wahrnehmungsschulungen bekommen hat und jetzt nicht mehr fernsieht, sondern sich vorstellt, zwischen den Händen ist ein Ball aus Reispapier und einige andere kleine Hilfen. Jetzt sehen Sie, dass die Körperkerntemperatur